Im letzten Video bekam die Mimosa Orange Punch ihr eigenes Zelt und entwickelt sich seitdem wirklich gut. Ganz im Gegensatz zu Cookie, die ihrer bisherigen Linie treu bleibt und sich mal wieder als ziemliche Zicke erweist. Ich persönlich hatte Calcium als Ursache im Verdacht, aber unter einem Community-Post habt ihr mich darauf hingewiesen, dass es auch Eisen oder Mangan sein könnte. Beide Nährstoffe fehlen häufig nicht aufgrund eines realen Mangels im Substrat, sondern aufgrund eines zu hohen pH-Werts. Also habe ich diesen mal gezielt angepasst. Ab da fingen die Probleme aber erst so richtig an. Allerdings aufgrund einer gänzlich anderen Ursache. Wie bereits bei Cookie der Ersten wurden die Blätter kurz nach Blüteumstellung im oberen Bereich zunehmend blass und es zeigten sich erste kleine Flecken. Zur Erinnerung, beide Pflanzen stehen auf gerade einmal 6 Litern Living Soil. Ich wollte einfach mal sehen, wie weit ich damit komme und im Falle von Cookie zeigte sich relativ schnell, nicht so weit. Im ersten Schritt habe ich zunächst einmal angefangen, etwas Calmag zu geben plus ein wenig Wachstumsdünger. Euren Hinweis mit dem möglicherweise zu hohen pH-Wert fand ich aber auch sehr interessant und habe mir gedacht, hey, das probieren wir einfach mal aus. Also habe ich den pH-Wert meines Wassers mit der sehr teuren Zitronensäure von Biobis zunächst einmal auf knapp unter 6 pH angepasst. Ich habe gleich 2 Kannen vorbereitet, um direkt auch etwas Drain zu erzeugen und diesen ebenfalls messen zu können. Zusätzlicher Dünger war für diesen Versuch nicht im Wasser und das Leitungswasser hat einen Grund-EC-Wert von ungefähr 350. Anschließend heißt es ganz langsam und vorsichtig gießen, denn für die Messung des Drains ist es natürlich sehr wichtig, dass das Wasser auch wirklich durch das Substrat läuft. Der EC-Wert im Drain lag bei ungefähr 1100, was gar nicht so schlecht ist, wenn man bedenkt, dass ich zu diesem Zeitpunkt wirklich nur sehr minimal zugedüngt hatte. Der pH-Wert im Drain war zwar etwa 0,5 höher, aber auch nicht so hoch, dass ich daraus jetzt Probleme erwarten würde. Damit der nun sehr nasse Ballen etwas schneller abtrocknen kann, öffne ich den Reißverschluss und spreize die Topfwände ein klein wenig von diesem ab. Genau 3 Tage und einen Gießdurchlauf mit pH-Anpassung, Calmag und Wachstumsdünger später sah Cookie richtig scheiße aus. Was war da bitte los? Im Nachbarzelt sah die Mimosa Orange Punch, die zu dieser Zeit einfach nur etwas Calmag bekam, deutlich besser aus. Klar, auch sie hatte mit dem sehr geringen Living Soil Volumen etwas Nährstoffprobleme, aber nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was Cookie zeigte. Des Rätsels Lösung kam dann einige Tage später, morgens beim Kaffee auf der Couch. Ich öffnete nämlich die Govi-App und stellte fest, dass es bei Cookie bedeutend wärmer war, als es in der Dunkelphase eigentlich sein sollte. Ein Blick auf die Temperaturkurve der letzten Tage bestätigte meinen sehr unerfreulichen Verdacht. Die wohlgemerkt photoperiodische Cookie bekam in den letzten Tagen nicht 12 Stunden Licht und Dunkelheit im Wechsel, sondern inzwischen knapp 100 Stunden Dauerlicht. Wie kam es dazu? Nun, ich darf ja aktuell einen Prototypen für eine Lichtsteuerung in der Alpha-Phase testen. Und wie das bei Produkten in der Alpha-Phase so ist, da kann auch durchaus mal was schiefgehen. Und in diesem Fall hatte sich der Controller einfach aufgehangen. Und da ich nachts eher nicht ins Zelt schaue, war mir das über mehrere Tage hinweg nicht aufgefallen. Nachdem ich Cookie eine knappe Woche Zeit gegeben hatte, sich von den Strapazen zu erholen, habe ich damit angefangen, zumindest mal die am allerschlimmsten betroffenen Blätter zu entfernen. Halten wir fest, ein ohnehin vorhandener Stickstoffmangel wird wirklich nicht besser, wenn das Licht 24/7 durchleuchtet. Weitere 10 Tage später und mit wachsender Unzufriedenheit über den Zustand der Pflanze entschied ich mich dafür, Cookie weiter zu reduzieren. Denn ich hatte die Pflanze ja absichtlich in der Vegi und zu Beginn der Blüte überhaupt nicht trainiert und entsprechend sah sie auch aus. Positiv lässt sich festhalten, sie ist auch immerhin nicht gezwittert, auch nach 5 Tagen Dauerlicht nicht. Dafür bestand sie aber zu 50% aus Blüten, die ich am Ende ohnehin wegwerfen würde, selbst wenn es die schwachsinnige 50-Gramm-Regelung im Gesetz nicht gäbe. Denn mein Bedarf ist schlicht so gering, dass es sich einfach nicht für mich lohnt, große Mengen aufzubewahren, erst recht nicht zu trimmen und zu curen, da kann ich sie auch jetzt wegnehmen und spare mir bei der Ernte eine Menge Arbeit. Außerdem war das Wetter in den letzten Tagen wirklich extrem heiß und schwül. Die Klimaanlagen haben zwar das Allerschlimmste abfangen können,
Aber gerade bei einer so angeschlagenen Pflanze wie Cookie habe ich mir doch erhebliche Sorgen über Schimmel gemacht. Entsprechend erschien es mir auch unter diesem Gesichtspunkt als durchaus sinnvoll, die Blütemasse im Zelt mal ungefähr zu halbieren, um für niedrigere Luftfeuchtigkeit und eine bessere Luftzirkulation zu sorgen. Das Ergebnis ist weit weg von befriedigend, aber immerhin schon mal ein bisschen besser als vorher. Während die Sonne im Zelt erkennbar unterging, habe ich noch schnell die Triebe ein wenig mit Draht zusammengebunden und zentraler ins Licht geführt und hatte die Hoffnung, dass ich so mit Cookie doch noch halbwegs glücklich werden könnte. Denn immerhin nach dem Trimming und dem Abendlicht sah das Ganze doch zumindest einigermaßen versöhnlich aus. Und auch der Verschnitt sah bei näherer Betrachtung gar nicht so schlecht aus. Und ja, ich weiß, man kann auch in diesem Stadium schon viel damit machen und müsste es keineswegs wegwerfen, aber wie gesagt, ich habe einfach nicht den Bedarf, dass ich damit etwas anfangen könnte und entsprechend geht es auch wieder an die Würmer. Am nächsten Morgen unter weißem Licht zeigte Cookie sich dann wieder in ihrer ganzen gelben Pracht, aber immerhin, der ganze Kleinkram war weg und die übrig gebliebenen Buds sahen zumindest einigermaßen ansehnlich aus. Aber Cookie wäre ja nicht Cookie, wenn sie nicht noch eine Katastrophe für mich parat hätte. Aber es ist ja nicht alles schlecht, denn wir haben auch eine nicht experimentelle Lampe, unter der die Mimosa Orange Punch steht. Leider hatte das zugehörige Zelt ein kleines Problem mit dem Reißverschluss, der an einer Stelle immer wieder hängen blieb. Nachdem einige von euch mich unter dem letzten Video darauf hingewiesen haben, dass Cannabis for Home einen wirklich sehr guten und entgegenkommenden Kundenservice hat, habe ich diesen einfach mal angeschrieben. Wenige Tage später war eine neue Zelthülle in der Post. Meine Hoffnung war, dass ich die Hülle einfach wechseln kann, ohne dazu die gesamte Technik aus dem Zelt ausbauen zu müssen. Die Pflanze muss dafür allerdings definitiv raus. Das ist aber immerhin auch sehr einfach. Kurz das Grocknetz aushängen und schon lässt sich der Topf ganz problemlos entnehmen. Von oben sieht man auch sehr schön den Effekt, den das Grocknetz hatte, ohne sind die Blüten sehr viel dichter beieinander. Dann auch das Zelt aus seiner Ecke geholt, alte Hülle runter. Das geht bei diesem Zelt wirklich sehr, sehr gut und einfach und ist garantiert auch praktisch, wenn man mal den Aktivkohlefilter wechseln möchte. Und dann muss nur noch die neue Hülle über, beziehungsweise vor allem unter das Gestänge. Nicht ganz einfach, aber mit zwei Leuten durchaus zu schaffen. Bereits eine Woche vor dem Umbau habe ich bei der Mimosa Orange Punch die Lichtintensität direkt im Zentrum auf 1250 Mikrosiemens erhöht. Im Zuge des Umbaus will ich es noch einmal wissen und erhöhe diesen Wert noch einmal für eine Woche auf 1500 Mikrosiemens. Macht eine so hohe Lichtintensität ohne CO2-Begasung überhaupt Sinn? Vermutlich nicht, aber tagsüber kommen wir im Büro auf einen PPM von locker 1000. Wenn wir beide arbeiten und noch einen Gasthund zu Besuch haben, dann sind sogar Werte von 1500 PPM möglich. Und dann könnte so viel Licht durchaus funktionieren. Aber nochmal zur Zelthülle. Bei der alten war der Lichtschutz hinter dem Reißverschluss aus zwei Teilen zusammengeklebt und teilweise gedoppelt. Ich vermute, dass das tatsächlich ein Produktionsfehler war, denn die neue Zelthülle hat nichts von beiden. Als kleine Entschädigung hatte ich sogar noch einen wirklich coolen Grinder mit im Paket. Dieser besteht aus Aluminium, das mit Keramik beschichtet ist. Eine Kombination, die mir vom Material her wirklich gut gefällt. Außerdem sind die Gewinde etwas grober als bei meinen bisherigen Grindern und lassen sich dadurch wirklich super einfach und mit wenigen Umdrehungen öffnen und schließen. Ob er auch gut funktioniert, teste ich mit der Blüte einer im Freien gewachsenen Forbidden Black Cherry Automatic. Diese Pflanze ist ebenfalls in Living Soil gewachsen und zwar von Anfang bis Ende zu 100%, allerdings nicht in mageren 6 Litern Substratvolumen, sondern in 20 Litern, was schon bedeutend besser funktioniert hat. Zumindest mal, wenn man von typischen Outdoor-Problemen wie schlechtem Wetter oder einem Ameisennest im Topf absieht. Jedenfalls macht der Grinder einen wirklich ordentlichen Job und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Cannabis for Home für die unkomplizierte Abwicklung und dieses nette Geschenk.
Genau 7 Wochen nach Umstellung auf Blütebeleuchtung hat auch die Mimosa Orange Punch nochmal ein paar Blätter verloren. Wie gesagt, war die Luftfeuchtigkeit hier in den letzten Tagen wirklich brutal hoch und ohne die Klimaanlagen hätte ich wahrscheinlich in den Zelten konstant Werte um 80% gehabt. Selbst mit den Klimaanlagen, die ich ja nicht permanent unter Volllast laufen lassen wollte, war ich regelmäßig bei Werten über 60%. Ein bisschen weniger Laub kann also definitiv nicht schaden. Und das Thema hohe Luftfeuchtigkeit bringt uns auch zurück zu Cookie. Sie ist wirklich ein nie endender Quell der Freude. Denn als ich gerade das Zelt geöffnet habe, um ein paar letzte Aufnahmen für dieses Video zu machen, ist mir aufgefallen, dass ein Blatt in der Mainbud erstaunlich schnell welk geworden ist. Selbst für Cookies Verhältnisse. Also habe ich mal leicht dran gezupft und hatte es direkt in der Hand. Und viele von euch werden wissen, das heißt überhaupt nichts Gutes. Also direkt den Umlüfter abgeschaltet, damit dieser bei der Kontrolle eventuelle Sporen nicht großzügig im Zelt verteilt und die Blüte einmal aufgebogen. Und natürlich, wie sollte es bei Cookie auch anders sein, wir haben Schimmel in der Mainbud. Diese Genetik nimmt in Sachen Probleme wirklich alles mit. Das einzige, worauf ich noch warte, ist Mehltau, aber hey, wir haben ja noch 2 bis 3 Wochen. Was nicht ist, kann also noch werden. Für mich steht jedenfalls fest, nie wieder Purple Cookie Kush. Zugegeben, für die 5 Tage Dauerlicht konnte sie nichts, aber insgesamt habe ich wirklich in all den Jahren noch nie eine so problembehaftete Genetik gehabt. Das wird umso deutlicher, wenn wir uns daneben einmal die Mimosa Orange Punch anschauen, die nicht nur in Sachen Topfvolumen und Düngung exakt die gleichen Bedingungen hatte wie die Purple Cookie Kush, sondern obendrein auch noch einen erheblichen Rückstand, da sie ja als Sämling nachgezogen wurde, als die Purple Cookie Kush als Steckling bereits einen ordentlichen Vorsprung hatte. Ja, auch sie hat mit einem gewissen Nährstoffmangel zu kämpfen, denn den nur 6 Liter Living Soil gingen in der Blüte sehr schnell die Puste aus. Auch bei ihr habe ich dann erst relativ spät begonnen zuzudüngen, aber diese Zudüngung hat hier wesentlich bessere Ergebnisse erzielt und die Pflanze hat sich zumindest einigermaßen stabilisiert und wird diesen Run wahrscheinlich gut zu Ende bringen. Sie hat zwar weiterhin insbesondere einen erkennbaren Stickstoffmangel, man muss aber auch dazu sagen, dass ich mich ganz bewusst dazu entschieden habe, diesen zu ignorieren und eher blütelastig weiter zu düngen. Auch bin ich zumindest mal halbwegs optimistisch, dass sie keine Probleme mit Schimmel bekommt, denn die Pflanze ist insgesamt einfach deutlich gesünder und damit auch widerstandsfähiger. Trotzdem werde ich in den letzten Blütewochen nochmal vorsorglich etwas zusätzlichen Strom opfern, um die Luftfeuchtigkeit in den Zelten etwas niedriger zu halten als in den letzten Tagen. Sommergrows sind in der Hinsicht leider immer etwas anspruchsvoll und da lohnt es sich dann durchaus, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ins Freie auszuweichen. Und apropos ins Freie ausweichen, hier zum Abschluss des heutigen Videos nochmal ein paar Aufnahmen der Forbidden Black Cherry Automatic, die wie gesagt in 20 Liter Herbie Living Soil stand und ansonsten ausnahmslos Wasser bekommen hat. Das teilweise wirklich bescheidene Sommerwetter in diesem Jahr und natürlich das Ameisennest im Topf haben ihr erkennbar zugesetzt, aber alles in allem ist das Ergebnis doch ganz schön geworden. Vor allem farblich ist diese Pflanze wirklich ein absolutes Highlight. Ich hoffe, euch hat das heutige Video trotz oder vielleicht gerade wegen all der Widrigkeiten rund um Cookie gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über ein Like. Mit einem Abo sehen wir uns hoffentlich schon bald wieder. Bis dahin sage ich wie immer, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.